Ja, vielen Dank für die Einleitung. Es gibt jetzt nochmal einen Bruch zum Vortrag von Herrn Kuhn. Ich komme eher wieder knüpfe an den Vortrag von Herrn Wagner. Und ich möchte Ihnen mit meinem Vortrag sozusagen nochmal die Notwendigkeiten und Rahmenbedingungen vorstellen, unter denen ein Friedhofsträger, in diesem Fall der Evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte, hier den Transformationsprozess gestaltet. Und es geht jetzt nicht um Projekte innerhalb von Friedhöfen selber, also nicht noch geöffneten Friedhöfen, sondern es geht tatsächlich um das Thema Umnutzung von Friedhöfen als Grünflächen oder auch als Bauland. Ganz kurz zu unserem Büro Stadtbau. Das gibt es schon seit 40 Jahren hier in Berlin. Wir arbeiten in vielen Bereichen der Quartiers- und Stadtentwicklung. Ich werde Ihnen jetzt nicht unsere ganzen Arbeitsfelder vorstellen. Eins davon ist das Thema Friedhofsentwicklung und das machen wir auch schon seit über 20 Jahren inzwischen. Wir sind hauptsächlich in Berlin tätig, aber nicht nur. Wir haben auch den Friedhofsentwicklungsplan für Kiel und für Saarbrücken gemacht. Und in Berlin ist unser Schwerpunktthema durchaus die Auseinandersetzung mit dem Flächenüberhang. Aber auch das nicht nur, uns ist auch in demselben Kontext, aber auch darüber hinaus ein Anliegen, Friedhöfe als besondere Orte mehr in den Alltag und in das Bewusstsein der Berlinerinnen zu bringen. Das können wir in verschiedenen Projekten machen, zum Beispiel in den von Herrn Wagner vorgestellten Bene-Projekten, wo es um andere Nutzungen in Friedhöfen geht. Und in den letzten 3 Jahren konnten wir im Auftrag der Senatsverwaltung auch ein neues Konzept für den Berliner Tag des Friedhofs erstellen unter dem Motto Mein Kiez, mein Friedhof. Da gibt es auch eine Webseite, die ich Ihnen hiermit ans Herz legen möchte. Vorne im Foyer sind auch diese Aufkleber mit einem QR-Code, können Sie sich vielleicht mitnehmen. Ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, dass das trotzdem geht. Warum Umnutzung? Ich denke, Sie wissen es alle, ich möchte es aber trotzdem noch mal ganz kurz sagen, auch aus der Perspektive vom Evangelischen Friedhofsverband wie auch anderen Friedhofsträgern. Also ganz klar durch unser geändertes Bestattungsverhalten, immer weniger Beisetzungen mit dem Körper in der Erde, immer mehr Urne, Urnengemeinschaftsanlagen, auch in vielen Friedhöfen anonyme Beisetzungen unter der grünen Wiese, ergibt sich ein viel, viel geringerer Flächenbedarf auf den Friedhöfen als noch vor 100 Jahren. Und das hat zum einen zur Folge sehr gravierende wirtschaftliche Auswirkungen für die Friedhofsträger, denn die bekommen mit diesen anderen Grabarten auch deutlich geringere Einnahmen und haben aber trotzdem dieselben Flächen zu pflegen. Wir haben auch ganz sichtbar für jeden, der auf den Friedhof geht, sind die Auswirkungen erfahrbar. Dadurch, dass der Friedhofsträger nicht mehr so viele Mittel hat, muss er sparen an Personal, kann notwendige Investitionen nicht mehr leisten. Und wir haben sehr viele Friedhöfe in Berlin, wo man das auch sehen kann, wo man aus der Pflege sich herausziehen muss und die Flächen sich selbst überlässt, sodass es also zu ganz klaren Pflegemängeln kommt, Gestaltungsmängeln und auch Nutzungsmängeln von einem Friedhof. Das kann man sagen, wenn in der hinterletzten Ecke noch 3 Gräber sind, die noch laufen und eine reduzierte Pflege stattfinden muss, dann ist es für die Hinterbliebenen, die zu einem Grab gehen, auch nicht schön, unbedingt in eine Abteilung zu kommen, wo man niemand anderen mehr trifft und so die Idee des Friedhofs ja auch als Kommunikationsort, wo man gemeinsam die Trauer bewältigen kann, nicht mehr erfüllt wird. Was sich in der Fläche ergibt, sind, wenn alles gut geht, Teilflächen, wo wirklich kein Grab mehr ist, keine Nutzungsrechte mehr sind, zusammenhängende Flächen. Was viel häufiger stattfindet, sind sogenannte perforierte Lagen, das heißt, wir haben große Friedhofsflächen und dann nur noch sehr vereinzelt Gräber. Da komme ich aber auch noch mal drauf zurück. So, man kann sagen, das ist alles schrecklich und schlecht und blöd und es ist auf jeden Fall eine negative Entwicklung für die Friedhöfe.
Man kann aber auch die positiven Aspekte sehen. Da, wo zusammenhängende Flächen frei sind oder auch perforierte Lagen, kann man vielleicht auch neue Nutzungen machen, die wichtig sind für die Quartiere und notwendige Bedarfe für andere Nutzungen leisten können. In unserer Arbeit für den Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte ist die zentrale Planungsgrundlage der Friedhofsentwicklungsplan von 2006. Frau Wünnicke wird später da auch noch mal sicherlich sehr viel mehr zu sagen. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz noch mal die Zielsetzung und Aussagen auch für den Evangelischen Friedhofsverband hier vorstellen. Also Berlin hat als eine der ersten Kommunen in Deutschland sich mit dieser Herausforderung beschäftigt, die nämlich wirklich eigentlich alle Großstädte und größeren Regionen in Deutschland betrifft, dass eben immer weniger Fläche für Friedhofszwecke benötigt wird und entsprechend die Friedhöfe nicht mehr ihre Funktion so erfüllen und gleichzeitig die Friedhofsträger unter einem großen wirtschaftlichen Druck sind. Der Friedhofsentwicklungsplan von 2006 ganz grob stellt für alle Berliner Friedhöfe dar, welche Flächen sollten dauerhaft als Friedhöfe erhalten bleiben und welche Friedhöfe könnten umgenutzt werden. Und bei der Umnutzung ist die erste Nachnutzung die Grünfläche. Es wird aber auch für einige Standorte dargestellt, die sogenannte sonstige Nutzung, kann man auch mit Bauland gleichsetzen. Warum Darstellung überhaupt als Bauland? Das ist die gute Idee, so finde ich, des Friedhofsentwicklungsplans, vor allen Dingen die konfessionellen Friedhofsträger handlungsfähig zu machen. Nämlich durch den Verkauf von Bauland können sie Einnahmen generieren, mit denen sie dann diesen sehr aufwendigen Transformationsprozess überhaupt finanzieren können. Weil die Ausgangslage ist ja in der Regel mit von einem wirtschaftlichen Defizit. So steht sie da, ne? Also die Friedhofsträger fangen eher mit Minusgeld an und sollen dann noch diese komplexen Verfahren betreuen. Für den Evangelischen Friedhofsverband, Herr Wagner hat ihn ja schon vorgestellt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen, sagt der Friedhofsentwicklungsplan von 2006 für diese 250 Hektar, die es damals gab, aus, ich runde jetzt mal nochmal grob, von den 250 Hektar sollen ungefähr 150 Hektar als Friedhöfe erhalten bleiben, 100 Hektar umgenutzt werden oder sollten, und von diesen 100 Hektar ungefähr 2/3 als Grünfläche, ungefähr 1/3 für Baulandzwecke. Wir haben in späteren Zeiten nochmal die Flächen überprüft, die Flächenbedarfe für den Friedhofsentwicklungsplan, sicherlich mit einem anderen Rechenmodell, und haben ermittelt, dass der Friedhofsverband wirklich benötigt für Friedhofszwecke nur noch 1/4 seiner Flächen. Also der Friedhofsentwicklungsplan war da auch sehr zurückhaltend in der Berechnung. Und was noch wichtig ist, der Friedhofsentwicklungsplan ist kein stehendes Recht, sondern es ist keine verbindliche Planung, sondern es stellt eine Orientierung dar für die Friedhofsträger, aber auch für die Bezirke und die Senatsverwaltung. So, jetzt komme ich zum Thema Grünfläche, was ja auch die erste Wahl quasi ist, wenn es um das Thema Umnutzung geht. Die einfache Lösung, Fragezeichen. Also ich habe mal hier aufgeschrieben, welche Aspekte hier eine Rolle spielen, mit denen sich eigentlich alle Beteiligten beschäftigen müssen. Gibt es die Möglichkeit, dass diese nicht mehr genutzten Friedhofsflächen im Eigentum der konfessionellen Friedhofsträger des Evangelischen Friedhofsverbands bleiben, einfach so eben nicht mehr als Friedhof? Und da kann man ganz klar sagen, dass das nicht machbar ist, weil es einfach nicht wirtschaftlich tragfähig ist. Ich habe letzte Woche mal ganz mutig eine kleine Rechnung aufgestellt, die auch wirklich überraschend ist. Also Herr Wagner hat ja vorhin schon gesagt, wenn man sagt, wir haben 100 Hektar Friedhofsfläche im Evangelischen Friedhofsverband, die nicht benötigt wird und auch nicht wirtschaftlich tragfähig unterhalten werden kann.
Sie ist aber im Eigentum. Wenn man jetzt mal ansetzt, dass ein Quadratmeter Pflege und Unterhaltung von so einem Friedhof 5 € pro Quadratmeter pro Jahr kostet, dann macht das ein jährliches Defizit von 5 Millionen Euro rechnerisch. Das ist jetzt, hat mit der Realität erstmal nicht zu tun oder vielleicht doch, Fragezeichen, weiß ich gar nicht. Ich wollte einfach nochmal die Größenordnung von diesem wirtschaftlichen Druck Ihnen vermitteln, unter denen der Friedhofsträger hier auch steht. Also, er ist gezwungen, Flächen abzugeben. Es ist wirklich anders nicht möglich wirtschaftlich. Also bemühen wir uns im Auftrag des Friedhofsverbands, Flächen zu finden, die abgegeben werden können, also rausgelöst aus der Friedhofsnutzung. Und dann zu verkaufen oder auch zu verpachten. Jetzt steht hier private versus öffentliche Grünfläche. Die Friedhöfe sind von der Stadtbevölkerung immer als öffentliche Grünflächen wahrgenommen worden und genutzt worden. Und das ist auch richtig so. Und deswegen ist es auch Ziel des Friedhofsverbands, so weit wie möglich zu gucken, dass eine öffentliche Nutzbarkeit von verkauften Grünflächen auch gewährleistet wird. Das ist vordringliches Ziel. Also es gab auch über die Jahre immer wieder private Interessenten, aber das wurde nicht primär verfolgt vom Friedhofsverband. Also steht an der Verkauf ans Land Berlin oder auch an die Bezirke. Und es gibt, wie wir wissen, in Berlin großen Bedarf auch an öffentlich nutzbaren Grünflächen. Da ist nur wiederum das Problem, dass die Bezirke nicht unbedingt wild drauf sind, weitere Grünflächen in ihre Pflege und Unterhaltung zu bekommen, nachdem sie ja schon für ihre eigenen Flächen Probleme haben, diese angemessen zu bewirtschaften. Es ist also nicht so einfach. Was ein Thema, was in den letzten Jahren an Bedeutung bekommen hat, ist, können Friedhöfe als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche genutzt werden? Ich weiß nicht, wie Sie vertraut mit dem Thema sind, wenn irgendwo gebaut wird, wenn wertvolle Bestandteile von Natur und Landschaft verloren gehen durch diese Bauvorhaben, muss ein Naturschutzausgleich stattfinden. Also es darf im Prinzip darf nichts verloren gehen und wenn, muss es an anderer Stelle wieder geschaffen werden. Und da wird auch zunehmend in den letzten Jahren geguckt, ob Friedhöfe dafür geeignete Flächen sind. Es gibt das Problem, dass Friedhöfe häufig schon sehr hohen naturschutzfachlichen Ausgangswert haben und sich deswegen nur bedingt dafür eignen. Nichtsdestotrotz kann man sich die einzelnen Standorte daraufhin anschauen und es ist auch in manchen Fällen möglich. Hier dargestellt ist ein realisiertes Ausgleichsprojekt. Und zwar ist es der heutige Anita-Berber-Park an der Hermannstraße, der ehemalige neue St. Thomas-Friedhof. Der wurde an den Bund verkauft vom Friedhofsverband als Ausgleichsfläche für den 16. Bauabschnitt der A100. Und kann ich das nicht wirklich fachlich beurteilen, aber wir haben ja unser Büro auch gleich gegenüber. Und ich sehe das, also ich finde, es ist sehr kritisch zu sehen, wenn eine Naturschutzausgleichsmaßnahme dann in so eine intensive Nutzung gerät, wie der Anita-Berber-Park an der Stelle. Und ich finde, man könnte auf jeden Fall mal fragen, ob die Zielsetzung, was da für ein naturschutzfachlicher Wert angestrebt wurde, ob das tatsächlich erhalten werden kann bei so einer intensiven Nutzung. Also einfach nur als Diskussionsthema. Ansonsten finde ich es persönlich erstrebenswert, sich die Friedhöfe unter dem Aspekt anzugucken. Genau, und dann nochmal der Punkt perforierte Lagen. Das heißt, wir haben Friedhofsflächen, wo noch vereinzelt Nutzungsrechte laufende Gräber sind. Die können eben nicht rausgelöst und umgenutzt werden. Da hat sich der Friedhofsverband in den letzten Jahren ja auch schon sehr engagiert, innerhalb noch von geöffneten Friedhöfen oder geschlossenen Friedhöfen, aber nicht entwidmeten, zusätzliche Nutzungen zu etablieren, wie die Prinzessin-Gärten auf dem Jakobi-Friedhof, um den Standort zu qualifizieren, auch wenn kein Verkauf möglich ist. So, wenn wir jetzt tatsächlich ganz konkret eine Friedhofsfläche zu einer Grünfläche machen, dann ist als erster Schritt die formale Schließung und Entwidmung eines Friedhofs notwendig. Schließung bedeutet, ab dem Zeitpunkt können keine neuen Beisetzungen mehr stattfinden. Entwidmung ist dann möglich, wenn die letzte Beisetzung 30 Jahre her war. Entschuldigung, heißt drei, ich habe noch 3 Minuten.
Um Gottes Willen. Okay, dann mache ich ganz schnell. Ein Planungsrecht muss für eine Grünfläche nicht geschaffen werden, was aber auf jeden Fall erforderlich wird. Wenn Umgestaltungsmaßnahmen sind, ist die Zustimmung und Genehmigung durch die Denkmalbehörden und natürlich auch die Naturschutzbehörden. Der Friedhofsverband konnte in den letzten Jahren einige Projekte realisieren. Anita-Berber-Park wurde schon erwähnt, der Leise-Park vorgestellt. Es gibt auf dem Georgen-Parochial-2-Friedhof, da wo das Regenwasserprojekt ist, seit einigen Jahren eine Kita-Freifläche für die Fröbel-Kita. Da können Sie hier die Bilder zu sehen. Ganz aktuell in der Umsetzung ist eine Teilfläche vom alten St. Thomas-Friedhof in Neukölln. Da wird für die gegenüberliegenden Grundschulstandorte eine Schulfreifläche gestaltet. So, Bauland. Oh. Genau, Bauland. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, um Bauland zu entwickeln oder zwei Grundlagen. Das eine ist, es ist pro forma schon ein Baurecht vorhanden oder noch nicht, dann muss ein Bebauungsplan erstellt werden. Dass das Baurecht vorhanden ist, da gilt dann dieser Paragraph 34 BauGB. Ich werde ihn jetzt nicht vorstellen, aber das ist diese Baulückensituation. Man kann sich vorstellen, dass das für Friedhöfe eher seltener der Fall, dass es sich als eine Baulücke darstellt. Das sind dann, so wie hier in der Prenzlauer Allee 7, so eine Eingangssituation. Da ist also Baurecht vorhanden. Nichtsdestotrotz muss die Baugenehmigung auch erst erteilt werden und dafür braucht es natürlich die Zustimmung und Genehmigung der bezirklichen Ämter. Der Friedhofsverband konnte einige Projekte in den letzten Jahren hier machen. Sie sehen hier den Baulückenschluss, ein bisschen andere Perspektive, Prenzlauer Allee 7. Das ist auch eine Baugemeinschaft gewesen. Dann sind hier noch weitere Projekte vorgestellt. Schöpflin-Stiftung hatte Herr Wagner ja schon erwähnt. Und ganz aktuell wird an der Hermannstraße auch gerade ganz neu von dem Bundesverband der Deutschen Gartenfreunde eine Bundeszentrale gebaut an der Hermannstraße. So schwieriger wird es, wenn ein Bebauungsplan zu erstellen ist. Gibt es seit 2012 11 eingeleitete Planungsverfahren für verschiedene Friedhofsstandorte und tatsächlich realisiert werden konnten davon nur zwei. Ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich kurz halten, obwohl es jetzt ja eigentlich erst so richtig spannend wird. Diese B-Plan-Verfahren sind immer ein öffentliches Interesse. Die werden geleitet von den Bezirken. Das heißt, die Bezirke möchten an diesen Standorten Wohnungsneubau, soziale Infrastruktur realisieren. Und in vielen Fällen sind die Bezirke auf den Evangelischen Friedhofsverband zugekommen und haben gesagt, können wir bei euch hier unsere Vorhaben realisieren? Woraufhin der Friedhofsverband in Vorleistung gegangen ist mit der Erstellung von städtebaulichen Konzepten, der Beauftragung von Gutachten etc. Und man sieht, dass also, wie gesagt, diese zwei Projekte realisiert werden konnten. Hier das eine ist an der Landsberger Allee auch ein Baugruppenprojekt, wo ein Wohngebäude entstanden ist. Auf der nächsten Seite, das hat der Wagner schon vorgestellt, die Holländerhöfe. Das ist also ein großflächigerer B-Plan gewesen, der festgesetzt werden konnte. Jetzt komme ich dann zur letzten Folie und mache ganz schnell. Was wir erlebt haben und was sicherlich auch allen klar ist, es gibt einen zentralen Zielkonflikt. Wir brauchen in Berlin Freiflächen. Wir wollen unser Stadtklima schützen und erhalten. Wir wollen die Stadtnatur erhalten. Auf der anderen Seite brauchen wir neue Wohnungen. Wir brauchen Schulstandorte, Kita-Standorte. Und das sind zwei gegenläufige Interessen für den Standort Friedhof. Es gibt verschiedene politische Haltungen, es gibt zwei verschiedene Senatsverwaltungen, die da in unterschiedliche Richtungen agieren. Und es gibt nach all diesen Jahren keine grundsätzliche politische Lösung für dieses Dilemma. Und für den Friedhofsverband stellt sich das so dar, dass also diese Klärung sich verlagert auf wirklich sehr langjährige Planungsverfahren, bei denen, wie schon gesagt, der Friedhofsverband finanziell in Vorleistung geht. Ein relevantes Thema ist es auch, wenn keine Baulandentwicklung stattfinden kann, wenn der Friedhofsverband keine Grundstücke verkaufen kann, kann er keine wesentlichen Einnahmen generieren.
wie solle er diesen Transformationsprozess finanzieren, wie soll er die verbleibenden Friedhofsflächen qualifizieren, Fragezeichen. Noch vielleicht ein Nebenaspekt, das Thema Standortperspektive. Wir können ganz klar sagen, an einigen Standorten bedeutet eine Bebauung definitiv die Qualifizierung für einen Friedhof, nämlich dann, wenn an lauten Straßen ein sozusagen Lärmschutz gebaut wird, sodass der Friedhof dahinter tatsächlich ein Ort der Stille wird. Und es gibt auch Friedhofsflächen, die in einem dermaßen unerwünschten Zustand sind, dass eine Umnutzung auch als Grünfläche auf jeden Fall eine Aufwertung für den Friedhof bedeutet oder für den Standort. Und was bleibt jetzt für den Friedhofsverband? Es gibt keine klare politische Haltung in Berlin noch und schwierig für eine Orientierung und für ein klares, einfaches Vorgehen. Es bleibt bei Einzelfalllösungen wie über die letzten Jahre. Und ich möchte noch persönlich sagen, wenn Sie mich fragen, ob ich jetzt für oder gegen eine Umnutzung von Friedhofsflächen als Grünfläche oder sogar für eine Bebauung bin, kann ich sagen, ich habe keine pauschale Meinung, sondern finde auch, dass es in jedem Einzelfall betrachtet werden muss. Und manchmal ist eine Grünfläche eine gute Nutzung und manchmal ist eine Bebauung, finde ich, auch eine angemessene Nutzung. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, Frau Buschke, für diesen Einblick in die Praxis und in die Schwierigkeiten. Also es klingt ja alles nicht einfach. Sie sagen, es ist immer viel zu überlegen und abzuwägen und wahrscheinlich müssen es Einzelfalllösungen sein. Aber vielleicht gibt es Anmerkungen oder Fragen dazu im Publikum. Ja, der Herr. Eins, jetzt geht's, wunderbar. Ja, Frau Buschke, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Das ist ja schon auch eine Debatte, die schon lange läuft. Bebauung, Grünflächen, Friedhof, Umwandlung und so. Ich hätte eine ganz konkrete Frage. Gibt es Ihrerseits Untersuchungen über die Nachhaltigkeit von Flächen, die der Bebauung zugefügt werden? Also konkret, klar, der Friedhof löst ein paar aktuelle Probleme durch Einnahmen von Geld, sei es durch Verkauf des Grundstückes oder sei es auch durch Erbpacht. Aber wie gestaltet sich das in 20, 30, 40 Jahren? Wir müssen ja bei Friedhöfen immer langfristig denken. Und ist dann dieser Effekt der positiven Einnahmegenerierung in 30, 40, 50 Jahren noch vorhanden? Also ich denke an unseren eigenen Friedhof. Ich bin tätig auf den alten 12-Apostel-Kirchhof, den kennen Sie. Da ist in den 90er Jahren eine Wohnungsbebauung gemacht worden. Das war Friedhofsfläche. Die ist in den 90er Jahren für ein Haus zur Verfügung gestellt worden. Der Effekt auf der Einnahmenseite für unseren Friedhof ist quasi nicht mehr erkennbar. Deshalb die Frage nach der Langfristigkeit bei Bebauungssituationen. Danke. Jetzt? Ja. Herr Wagner, Herr Preisler, ergänzen Sie mich. Ich würde mal sagen, dass auch eine Veränderung gegeben hat. Die ersten Grundstücke wurden verkauft und es gab Geld, um weiterarbeiten zu können im Friedhofsverband. Seit einigen Jahren, das hat Herr Wagner schon erwähnt, werden Flächen eher im Erbbaurecht vergeben, sodass also die Einnahmen sich über längere Zeiträume generieren lassen. So, das ist, denke ich, das Grundkonzept. Es gibt eine Ergänzung von meinem Chef. Ja, vielen Dank, Preisler, mein Name. Ich bin auch bei der Stadtbau, Stadtentwicklungsgesellschaft. Ich bin noch nicht so lange in der Friedhofsentwicklung tätig wie Frau Buschke. Ich mache das seit 20 Jahren oder so, ich erst seit 10 Jahren, aber seitdem sehr intensiv. Die Frage nach der Nachhaltigkeit der Veräußerung von Bauland für einen solchen Eigentümer großer Flächen,
die verhält sich bei den Friedhöfen oder auch bei der Kirche insgesamt, aber vor allem bei den Friedhöfen natürlich genauso, wie das die Kommunen in Deutschland, gerade auch in Ostdeutschland, aber auch generell erlebt haben und auch das Land Berlin gemacht hat. Da gab es immer den Spruch, wir haben Haushaltslöcher und jetzt müssen wir uns Einnahmen, zusätzliche Einnahmen besorgen, weil wir sie strukturell nicht bekommen. Das ist ja genau auch das Schicksal des Friedhofsverbandes. Die Kosten sind so hoch aus der normalen Bewirtschaftung, dass sie von den operativen Einnahmen aus seinem Kerngeschäft eben dauerhaft nicht gedeckt werden können. Also brauche ich zusätzliches Geld. Was mache ich? Ich verticke Grundstücke, nachdem ich sie vorher zu Bauland umgewidmet habe oder entwickelt habe, was ein aufwendiger Prozess ist und Vorlaufkosten hat. Was schaffe ich damit? Ich kann aktuelle Löcher finanziell, auch große Löcher, damit eine Weile stopfen, ganz klar. Aber irgendwann gibt es immer diesen Spruch, ist das Tafelsilber eben weg und das Geld ist nach ein paar Jahren tatsächlich auch weg, weil ich es ja genommen habe, um schon vorhandene Haushaltslöcher zu stopfen. Das ist ganz vielen Kommunen eben auch so gegangen und eben auch dem Land Berlin. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, ja, die Filetgrundstücke habe ich gar nicht mehr, kann ich das jetzt weitermachen, soll ich das weitermachen? Was da ein Stück weit hilft, ist eben an der Stelle auch ein Stück Paradigmenwechsel nicht mehr verkaufen. Das ist eine Einmaleinnahme. Bei den absurd hohen Bodenwerten, die es in den letzten Jahren in Berlin gegeben hat, hilft das natürlich absolut. Aber es ist natürlich eben auch ein gewisses spekulatives Element drin. Jetzt haben wir im Moment wieder fallende Bodenwerte. Das heißt, solche Einnahmen würden schon wieder zurückgehen. Aber was macht der Friedhofsverband oder die evangelische Kirche an der Stelle insgesamt? Sie sagt, wir verkaufen gar nichts mehr, wir machen Erbbaurechte und beim Erbbaurecht, das läuft dann, Sie kennen immer diese 99 Jahre, das läuft dann viele Jahrzehnte durch und ich habe eine konstante Einnahme und das ist genau die Politik, die eben auch der evangelische Friedhofsverband und Herr Wagner im Moment machen. Also das ist da die nachhaltigere Geschichte, aber es setzt eben schon voraus, dass es Potenziale gibt, die so entwickelt werden können und wenn wir diesen Zielkonflikt, Frau Buschke hat das ja nur anschneiden können, weil die Zeit so kurz war, jetzt ganz grundsätzlich haben, Bewahrung der Grünflächen, weil sie ja schon vorhanden sind, gegen eine zumindest partielle Umnutzung zu Bauland, ne, wenn dieser Zielkonflikt eben in die Richtung, wir bleiben bei den Freiflächen, bei den Grünflächen, wir wollen die Naturräume und sowas erhalten, dann ist das für den Friedhofsträger strukturell schwierig. So, vielen Dank, das war jetzt schon sehr ausführlich. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, da vorne. Dankeschön. Ja, meine Frage schließt so ein bisschen an die langfristige Perspektive. Wenn man so ein bisschen unterwegs ist in Debatten zu Klimaanpassung, Klimaschutz in Städten, dann geht es da schon sehr viel um das Thema Entsiegelung. Und ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie 2050 oder wann auch immer die Umwidmung vollzogen ist, sozusagen politische Akteure sagen, ja, wäre schon schlau gewesen, wenn wir nicht 360.000 Quadratmeter Friedhofsfläche umgewidmet hätten, weil jetzt müssen wir händeringend andere Flächen wieder entsiegeln. Und du hast den wirtschaftlichen Druck sehr gut dargestellt sozusagen, aber ich frage mich, würdest du dir manchmal wünschen, dass aktuelle politische Akteure da einfach eine andere Priorität setzen und eben doch zum Beispiel finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Flächen als Grünflächen zu erhalten? Also aktuelle politische Akteure setzen auf jeden Fall andere Schwerpunkte. Da bin ich auch nicht so richtig zu gekommen. Also vor 10 Jahren war noch ganz klar die prioritäre Zielsetzung der Berliner Politik Wohnungsneubau, soziale Infrastruktur. Also da wurde, es gab wirklich viele Anfragen beim Friedhofsverband, wo können wir jetzt hier dringend benötigte Wohnungen bauen. Und seit ungefähr 5 Jahren gibt es eigentlich wirklich die 180-Grad-Wendung und die ganzen Planungsverfahren sind im Prinzip auf Eis gelegt worden, sodass, oder auf Eis gelegt, sie stocken. Also es gibt noch keine Entscheidungen, aber sie stocken und das ist, ja, ich finde es erstmal im Prinzip gut. Ich bin, also jetzt, ich weiß nicht, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich finde es gut, wenn diese Grünflächen erhalten bleiben. Auf der anderen Weise, genau, ich habe gesagt, ich sehe die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen der Friedhofsverband und andere Friedhofsträger agieren müssen. Und im Moment zeichnet sich keine Lösung ab. Also es gibt schon, glaube ich, Gespräche und auch zunehmendes Verständnis, dass die Friedhöfe hier unterstützt werden müssen. Aber ich weiß nicht, ob der volle Umfang klar ist bei allen Akteuren. Also das, ich,
Ich finde es schwierig, also auf gar keinen Fall bin ich dafür, dass die Friedhöfe alle jetzt irgendwie versiegelt und überbaut werden. Und so, das ist auch nicht Ziel des Friedhofsverbands, natürlich nicht. Ja. Okay, wir haben noch einen Wortbeitrag, zwei. Dann vielleicht hier vorne kurz und Ihr Kollege hinten auch noch. Ja, es ist klar, jetzt keine Frage, aber es ist natürlich klar, jetzt sind wir mitten in einer Debatte und das ist natürlich ein spannendes Thema, das ist ein Kernthema. Und nur für den Hintergrund, der Friedhofsentwicklungsplan von 2006 ist ja mit dieser Ausrichtung entstanden, weil es war eine Forderung oder eine Bitte der evangelischen oder der konfessionellen Friedhöfe zu sagen, wir stellen Grünflächen zur Verfügung für die Allgemeinheit, jeder kann auf unsere Friedhöfe drauf, aber wir haben die Kosten für die Sicherungspflicht und für die Erhaltungspflicht und für die Pflege. Also für eine Allgemeinheit. Und bitte, liebes Land Berlin, ersetzt uns einen Teil dieser Kosten, weil wir ja allgemein für die Allgemeinheit da sind. Und da hat damals 2006 das Land Berlin gesagt, nee, machen wir nicht, können wir nicht, haben wir keine Kohle. Aber ihr könnt ein bisschen Flächen, wir erlauben euch, Flächen zur Bebauung zur Verfügung zu stellen. Das war so ein bisschen der Hintergrund von 2006 dieses Planes, dieses Friedhofsentwicklungsplanes. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt ist das aus hier, okay. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Seit letztem Jahr gibt es tatsächlich auch Zuschüsse vom Land Berlin für Friedhöfe, für die zum Beispiel Baumpflege und die Baumsicherung. Also das ist sicherlich noch nicht auskömmlich, aber da hat so ein Paradigmenwechsel stattgefunden, was ja eigentlich zu begrüßen ist. Das nur so als ein bisschen Hintergrund. Okay. Dann gab es noch eine anmerkende Frage von dem Kollegen am Tisch. Dankeschön. Hallo, ja. Also ja genau, das mit dem, den Zuschüssen, die wir jetzt bekommen für die Pflege der Grünflächen, ist natürlich wirklich wunderbar, hilft uns auch. Wo ich gerne noch einen Satz zu sagen oder fragen wollte, ist diese straßenbegleitende Bebauung als Einfriedung und Lärmschutz dahinterliegender Friedhöfe. Herr von Boxberg hat ja schon angesprochen, wir haben einen unserer Friedhöfe, da wurde der vordere Teil des Friedhofs vergeben, bebaut. Daraus ergeben sich dann aber auch wieder andere Probleme. Also keiner weiß, dass bei uns dieser Friedhof existiert. Selbst ich, als ich damals vor 3 Jahren meinen Job angenommen habe und das erste Mal auf diesen Friedhof kam, bin erstmal in die katholische Kirche gegenübergelaufen, weil ich dachte, so, ja. Und da ist die Frage, wie kann man trotz solcher Bebauung oder, also es hat ja auch einen positiven Effekt, ne? Also dieser Lärmschutz, der zeichnet sich tatsächlich aus bei uns. Also wir haben da eine kleine Oase, die wunderbar zwischen den Wohnvierteln gelegen ist, aber die Sichtbarkeit. Also wie kann man da dafür sorgen, dass trotz dieser Bebauung eben der Friedhof als solcher immer noch sichtbar bleibt, also nicht verloren geht, noch ins Vergessen gerät, wenn die Leute daran vorbeifahren? Ja, ich kenne ja den Friedhof, von dem Sie sprechen, auch ganz gut und bin da auch erstmal dran vorbeigelaufen. Es gibt auch andere Friedhöfe in Berlin, die wurde gerade so in den 80er Jahren, wurde das häufiger mal gemacht. Ich hoffe, dass der Friedhofs- oder ich denke, dass der Friedhofsverband hier auch zeigen kann, wie es besser geht oder auch die Projekte, das ist ja dann nicht immer nur in der Verantwortung mehr des Friedhofsverbands. Zum Beispiel jetzt bei der Bebauung an der Hermannstraße entstehen neue Gebäude und wenn man vorbeigeht, hat man aber ausreichend Blick zum Eingang, zum Friedhof, man nimmt die Kapelle wahr, die Mittelalleen. Also ich denke, da bleiben die Friedhöfe dennoch sichtbar im Stadtbild. Okay. Also müsste ich direkt widersprechen, ich wohne da nämlich und zwar schon eine ganze Weile und ich sehe da zwei, also als jemand, der Friedhöfe kennt, sehe ich, dass da mal ein Friedhof war, aber gerade auf der gegenüberliegenden Seite, wir haben jetzt gerade die neuen Gebäude gesehen, die dort gebaut wurden und dazwischen dann noch dieses kleine Törchen, was so ein bisschen daran erinnert, hier war mal ein Friedhof. Also wie gesagt, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, aha, okay, ja, aber ist das jetzt ein Friedhof oder nicht? Ne? Also das ja, ist ein bisschen schwierig. Also auf der gegenüberliegenden Seite der Friedhof, der ja dann auch zum Tempelhofer Feld runterführt, ist es sogar so, dass ich persönlich da überhaupt, also wenn ich die Grabsteine und den ehemaligen Steinmetzbetrieb, der da vorne noch so ein bisschen erkennbar ist, nicht sehen würde, würde ich einfach sagen, das ist ein Park. Und deswegen frage ich da einfach, weil klar, wenn man es bebaut, ist ja auch die Frage mit, welche Architektur bebaue ich das? Wie stark bebaue ich das?
Und wie beschildere ich oder wie trage ich nach außen, dass da trotzdem noch etwas anderes vorhanden ist? Ich glaube, diese Frage von Vermittlung und Sichtbarmachung, sagen, das wäre auch noch ein gutes Thema für die Fishbowl-Diskussion, die wir ja nach dem Mittagessen anschließen. Ich würde gerne hier jetzt die Diskussion oder die Fragerunde beenden und zum letzten Vortrag kommen. Dankeschön. Danke.